Hallo, mein Name ist Robert Andjelkovic, aka Drop Dynamic, und ich bin der Projektleiter bzw. Rap Coach vom Projekt Berlin Rap Connection Volume 2, gefördert vom Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung. Berlin Rap Connection Volume 2 ist die Fortsetzung von Volume 1, und dadurch, dass wir auch letztes Mal einen großen Erfolg gefeiert hatten, haben wir beschlossen, eine Fortsetzung zu machen. Unsere Kooperationspartner diesmal waren die Street University aus Kreuzberg, Haus der Jugend aus Wedding und Jugendfreizeithaus Manege aus Neukölln. Die erste Station, wo wir angefangen haben, war in der Street University Berlin, und zwar in Kreuzberg. Wir haben regelmäßig Rap-Workshops gehabt und an dem großen All-Star-Track gearbeitet. Doch dann kam der erste Lockdown wegen Corona. Dann mussten Gökhan und ich uns was anderes einfallen lassen. Und zwar hatten wir die Idee, One Take Live ins Leben zu rufen. Eine Serie bzw. eine Plattform, wo jeder Rapper oder Rapperin die Möglichkeit hat, sein Können unter Beweis zu stellen. Okay. Mann, sind es Jahre her, wieder im Studio gehen, Mike in die Hand zu nehmen und wieder richtig durchzudrehen. Auch nach der langen Zeit merke ich, wie Rap durch meine Venen fließt und mein Text durch eure Köpfe schießt. Zweite Station war im Haus der Jugend in Wedding. Da haben wir mit dem Produzenten Boga kooperiert. Boga ist mein Name. Ich bin seit 2012 hier im Haus der Jugend Mitte und bin hier tätig im öffentlichen Bereich, einfach in der Kinder- und Jugendarbeit. Unsere Aufgabe als Kooperationspartner bei diesem Projekt war, dass wir mein Studio zur Verfügung stellen, aber nicht nur das Studio, sondern auch meine Expertise, sage ich mal. Dann aber natürlich auch das Haus, also sozusagen den Standort Wedding sozusagen zu nutzen und die Kinder und Jugendlichen, oder Kinder würde ich jetzt nicht sagen, die Jugendlichen sozusagen hier auch dem Projekt zuzuführen oder ihnen zu sagen, hey, hier gibt's was Cooles, wo sich drei Bezirke zusammentreffen oder sowas. Macht doch mit. Und wir haben ein paar Jugendliche zusammenbekommen, glaube ich, die aus unserem Bezirk hier mitmachen. Die dritte Station wäre in der Manege gewesen, in Neukölln. Doch dann kam leider der zweite Lockdown und deswegen konnten wir keine Workshops da stattfinden lassen aufgrund der daraus entstehenden internen Komplikationen. Daraufhin haben wir uns auf die anderen beiden Bezirke, Kreuzberg und Wedding, konzentriert und mit den Jugendlichen weitergearbeitet. Was gut in diesem Projekt gelaufen ist, war, dass Jugendliche vom ersten Teil, also vom ersten Projekt, sich auf die Fortsetzung gefreut haben. Also es gab eine positive Rückmeldung, viele wollten wieder mitmachen. So kommen wir zu dem Punkt, was schlecht lief. Wir hatten natürlich zu kämpfen gehabt mit gewissen Schließungen, mit dem Lockdowns, und es war natürlich wichtig, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Nur mussten wir uns neue Sachen einfallen lassen, wie wir mit den Jugendlichen trotzdem weiterarbeiten können. Ich befürworte dieses Projekt deshalb doch mehr als andere, würde ich sagen, weil wir haben, wie gesagt, genug Rap-Projekte auch gemacht, aber dieses hier, ich kann es nur noch mal betonen, es ist einfach eine tolle Sache, verschiedene Bezirke einfach zusammenzubringen. Ansonsten sind wir immer sehr standortgebunden, und diesmal war es eher ungebundener, und durch diese Ungebundenheit denke ich, dass das eines der Hauptpunkte ist, die wirklich richtig toll sind. Das Projekt war ein Projekt mit Höhen und Tiefen aufgrund der Corona-Pandemie, doch ich fand es toll, dass wir trotzdem Möglichkeiten gefunden haben, um mit den Jugendlichen arbeiten zu können. Alle Jugendlichen sind zufrieden, das freut mich auf jeden Fall. Und viele haben mir gesagt, dass sie beim nächsten Projekt dabei wären. Klar. Viele Ratten, die Steine packen, die dir alles schnappen. Alles schnappen. Wir sind nur Menschen, die dir sagen wollen, du kannst nichts schaffen. Kannst nichts schaffen. Doch ich komm von 6-5, bleib Bandit und Gauner. Bleibe Bandit, Gauner. Wo du mich findest, in der Gosse aus Nauna. Wedding 6-5. Wie ihr wisst, wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen ohne gewisse Menschen oder Institutionen. Deswegen geht erstmal einen großen Dank raus an alle Jugendliche bzw. TeilnehmerInnen, die mitgemacht haben bei dem Projekt. Großen Dank geht raus an Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung, die das Projekt übrigens finanziert haben. Dankeschön. Danke auch an meine drei Kooperationspartner. Einmal Street University Berlin, dann Haus der Jugend. Einen großen Dank da auch speziell an Boga, der uns sein Studio zur Verfügung gestellt hat. Und Manege. Einen großen Dank geht raus an denjenigen, der alles dokumentiert hat bzw. die Videos produziert hat, an Gökhan Yilmaz Films. So, kannst ausmachen. Danke.